Templer. Hier. Vin. Haben wir schon gehört? Ist, glaube ich, eine Oververzauberin. Wen haben wir denn hier? Ich habe schon gehört, dass der neue Rekrut der Grauen Wächter aus dem Zirkel stammt. Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal begegnet sind, aber ich habe viel von euren Fähigkeiten gehört. Mein Name ist Wynn und ich gratuliere euch zu eurer Läuterung. Sehr beeindruckend. Das Nichts ist ein gefährlicher Ort. Ja, aber ging doch ganz gut. Ich fand es schrecklich, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß alles darüber. So schwierig war es nicht. Nein, so schwierig war es nicht. Oh, ihr wisst bereits alles, was es zu wissen gibt, nicht wahr? Genauso hat Irving euch beschrieben. Ein beeindruckendes Selbstbewusstsein. Ihr seid also ein grauer Wächter und kämpft an der Seite des Königs. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass ihr gerade erst eure Ausbildung abgeschlossen habt. Ja, es geht gerade Schlag auf Schlag hier. Ich hoffe, ich enttäusche niemanden. Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten. König Kaelin glaubt, dass die Schlacht gut verlaufen wird. Ja, das ist... Der König muss immer zuversichtlich wirken. Sein Verhalten beeinflusst die Moral seiner Männer. Er scheint allerdings leicht zu begeistern zu sein. Er erinnert mich an einen jungen Hund und ich sage das voller Respekt und Zuneigung. Er ist ein guter Mann. Um die dunkle Brut zu besiegen, müssen wir zusammenarbeiten. Allerdings scheinen das noch nicht alle begriffen zu haben. Das ist schlecht. Ich hoffe, das kriegt man noch hin. Aber beim König denke ich echt, ein bedachterer König wäre hier vielleicht besser. Auch wenn er natürlich der Moral hilft. Wobei ich nie weiß, ob er der Moral von denen hilft, die erkennen, wie leichtgläubig er ist. Na gut, was haben wir denn hier? Habt ihr schon einmal gegen die dunkle Brut gekämpft? Wisst ihr viel über die dunkle Brut? Ja, wahrscheinlich, oder? Ist ja schon von älteren Semester. Ich sollte mich auf den Weg machen. Komm, wir fragen mal, was sie über die dunkle Brut so weiß. Ein bisschen. Und ihr? Wisst ihr beispielsweise von ihrer Verbindung zum Nichts? Naja, sie sind magiebegabt. Also, ist das nicht ganz so überraschend, würde ich sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern, im Nichts jemals dunkle Brut begegnet zu sein. Was hat das Nichts mit all dem hier zu tun? Aber ich kann mich nicht daran erinnern, im Nichts jemals dunkle Brut begegnet zu sein. Sie leben nicht dort. Und kein Magier mit Verstand würde jemals so tief in dieses Reich eindringen, dass er die schwarze Stadt im Herzen des Nichts erreichen würde. Manche meinen, die schwarze Stadt sei einst der Sitz des Erbauers gewesen. Aber als die Magier des Reiches von Tevinter einen Weg in die Stadt fanden, wurde sie durch ihre Sünden verdorben. Die Verderbtheit verwandelte diese Männer und machte aus ihnen verdorbene Abbilder ihrer eigenen Herzen. Und der Erbauer schleuderte sie zurück auf die Erde, wo sie zu den Ersten der dunklen Brut wurden. Das ist zumindest die Geschichte, die der Gesang des Lichts erzählt. Naja, es ist Religion. Wie wahr oder unwahr das ist, weiß niemand. Und ist es wahr? Die Kirche erzählt viel. Ja, es ist bestimmt eine Mischung aus Wahrheit und Aufgeblähtheit. Sag mal, die Kirche erzählt viel, wir mögen die Kirche ja nicht so. Vielleicht ist sie nur ein Sinnbild, das uns lehren soll, dass das Böse in uns menschliches Leid verursacht. Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Im Moment ist diese Erklärung für mich genauso gut wie jede andere. Ja, wir haben ja keine bessere. Habt ihr einen guten Rat für mich? Ich erschlage einfach alle dunklen Brut, die ich sehe. Und das würde auf jeden Fall helfen, ne? Zumindest ist es etwas, worüber man nachdenken kann. Komm, ich will einen Rat hören. Einen Rat? Niemals. Ihr Jungen wisst sowieso alles, was es über die Welt zu wissen gibt. Warum solltet ihr einen Rat von einer Älteren wollen? Aber ich bin mir sicher, dass Duncan mehr für euch zu tun hat, als euch mit mir zu unterhalten. Na gut, schade. Noch was? Ihr seid zurück? Brauchen euch die Grauen Wächter nicht? Lasst mich allein. Ich muss mich auf die Schlacht vorbereiten und möchte nicht gestört werden. Na gut. Gucken wir uns mal hier die Templer an. Ah ja, wird gezaubert. Es tut mir leid, aber die Magier dürfen nicht gestört werden. Die Magier dürfen nicht gestört werden. Ihre Geister sind gerade im Nichts.
Okay. Was machen sie ihm nichts? Vielleicht versuchen sie, die dunkle Brut aufzuspüren. Ich weiß es nicht. Und ich frage auch nicht. Wie auch immer, sie dürfen nicht gestört werden. Nicht einmal von den grauen Wächtern. Ja, die sind ja gerade schwer beschäftigt. Nichts ist ja nichts. Nicht nichts, ne? Wie erwünscht. Dann gehen wir halt woanders gucken. Gab's hier noch irgendwas Interessantes? Ah, von hier sind wir gekommen. Naja, da gibt's nichts. Gut, Lager der Magi, die sind alle beschäftigt. Soldaten, Verräten, Schwestern und edle Herren. Sind wir hier? Der Quartiermeister. Also, kann ich dir irgendwelche letzten Wünsche erfüllen, bevor du dich in den Kampf stürzt? Das Leben zieht nur so an uns vorbei, weißt du? Schon morgen um diese Zeit könnte dein hübsches Gesicht einen Speer der dunklen Brut zieren. Darf ich diesen stummen Blick als Nein deuten? Nun, wirklich zu schade. Aha, ein wirklicher Charmeur. Hat er nochmal sein Glück versucht? Also, du bist anders, als ich gedacht hatte. Wieso? Wieso hast du überhaupt an mich gedacht? Und wer bist du? Was hattest du denn erwartet? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Wieso denkst du überhaupt an mich? Nichts. Ich und Sir Ritter haben nur gewettet, wer der dritte Rekrut sein würde. Nun, bestimmt kein Elf. Und doch bist du hier. Mein Name ist Davith. Es wird auch Zeit, dass du hier auftauchst. Ich hätte schon fast gedacht, sie hätten dieses ganze Ritual nur erfunden, um uns was zum Nachdenken zu geben. Was weißt du über dieses Ritual? Ich bin letzte Nacht ein bisschen im Lager herumgeschlichen und da habe ich ein paar graue Wächter reden hören. Also habe ich eben ein bisschen gelauscht. Ich glaube, sie planen uns in die Wildnis zu schicken. Ja, okay. Es hieß ja Vorbereitung. Das wird ja hier neben Lager passieren. Wahrscheinlich müssen wir irgendwelches Zeug sammeln. Na und, das macht mir keine Angst. Vielleicht tun sie das, wir werden sehen. Die Wildnis. Gibt es im Wald denn keine Barbaren? Hä? Wir fragen mal die Wildnis. Wir sind hier am nördlichen Rand der Korkari-Wildnis. Meilenweit nur wildes Land. Mein Heimatdorf ist nicht weit von hier und ich bin mit Geschichten über die Wildnis aufgewachsen. Ich war sogar ein paar Mal drin. Ein furchterregender Ort. Okay. Dann sind wir hier wohl am Rande der Zivilisation, wie es klingt. Ich bezweifle, dass sie uns grundlos in Gefahr bringen. Ja, das auf jeden Fall. Warum sollten sie uns in den Wald schicken? Ja, wahrscheinlich um Zeug zu suchen, was weiß ich. Was ist so furchterregend an der Wildnis? Kannibalen, Monster, Hexen und jetzt die dunkle Brut? Was ist daran nicht furchterregend? Das ist mir alles viel zu geheimniskrämerisch. Da zuckt mir die Nase. Ich schätze mal, wir müssen abwarten, was kommt. Als ob wir eine Wahl hätten. Ja, Wahl haben wir wohl nicht. Sie zwingen dich hier zu sein? Ich wäre nicht hier, wenn ich eine Wahl gehabt hätte. Also ich freue mich darauf. Ich passe auf dich auf, wenn du auf mich aufpasst. Okay, ich denke, damit können wir auseinandergehen. Ich schätze, das könnte ich tun. Aber egal, es ist wohl Zeit zu Duncan zurückzukehren. Ich werde da sein, falls du mich brauchen solltest. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich mit dem anderen Rekruten, den wir jetzt noch nie getroffen haben, und ihm dann in die Wildnis und irgendwelches Zeug erledigen. Eine verschlossene Truhe. Wie schade. Ein Quartiermeister. Hallo. Du da, Elf. Wo ist meine Rüstung und warum bist du so lächerlich gekleidet? Pass auf, ich verwandle dich gleich in ein Schwein, Huhn oder was auch immer. Haltet ihr mich für einen Diener? Vielleicht, weil ich hier bin, um ein grauer Wächter zu werden? Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu reden, Mensch? Was? Oh, ihr seid derjenige, der mit dem grauen Wächter hier angekommen ist. Ich... Bitte vergebt mir meine Unhöflichkeit. Hier laufen so viele Elfen herum und ich warte auf... Es ist einfach so hektisch. Ich hätte nie gedacht... Dass du ein Idiot bist? Bitte vergebt mir meine grauenhaften Manieren. Ich bin nur der Quartiermeister, ein einfacher Mann, niemand Besonderes. Joa, deswegen kann man auch so mit den Leuten umgehen. Schön. Euch sei verziehen, Mensch, für den Moment. Nee, nicht das. Vielleicht solltet ihr etwas netter zu euren Dienern sein. Macht euch keine Gedanken, welche Art von Ausrüstung habt ihr? Hier, sei mal netter zu deinen Dienern, Hugo. Ja, natürlich.
Ihr habt wirklich recht. Seid ihr vielleicht hier, weil ihr Ausrüstung benötigt? Na sicherlich, was soll ich sonst beim Quartiermeister wollen? Welche Art von Ausrüstung habt ihr? Vor allem Waffen und Rüstungen. Sie sind für die Männer des Königs gedacht, aber ihr grauen Wächter könnt alles zu günstigen Preisen kaufen. Ich kann euch außerdem mit einigen anderen Waren versorgen. Vollkommen inoffiziell natürlich zur Stärkung der Moral, versteht ihr? Das klingt doch schon gut. Was hast du denn an anderen Waren? Solange ihr es für euch behaltet. Okay, was haben wir denn da? Alles teuer. So viel Geld habe ich nicht. Aber hier, wir haben das Zeug wiedergekriegt. Das ist gut. Können wir den Spaß verticken. Wir haben eine Blutdrachen-Plattenrüstung. Ist übelst viel wert. Schön. Schüleramulett, ja. Jede Menge Zeug. Ein Rinderknochen. Ein Geschenk. Der Torpass ist einfach so. Dann können wir den verkaufen. Wie verkauft man? Ja, verkaufen. Ich denke mal, ich kann die auch einfach rüberziehen oder so. Müssen wir mal sehen. Privaten Dokumente waren ja auch sinnlos. Das leere Pergament war sinnlos. Dann haben wir 52 Silber an der Hand. Wollen wir das hier ausgeben? Verletzungsausrüstung, was macht das? Stellt augenblicklich einen kleinen Teil der Gesundheit des Anwenders wieder her und heilt diesen von bis zu 3 Verletzungen. Was für Verletzungen? Naja, werden wir noch mitkriegen. Doppelt gebackener Mabari-Keks. Wir haben keinen Mabari, also brauchen wir auch keinen Keks. Eine Steinsalbe. Steinsalbe erhöht die Rüstung und körperliche Widerstandskraft des Anwenders, reduziert jedoch seine Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Ist gut für einen Tank, wie sich das anhört. Okay. Wärmebalsam, schwacher Naturbalsam. Ist effektiv gegen Magier. Rezeptur der Brandbombe. Pläne für schwache Schlafgasfalle. Okay. Wir haben aber leider keinen Fallenbauer, also brauchen wir die Pläne jetzt unbedingt nicht. Rezeptur für konzentrierten Todeswurzelextrakt. Aber unglaublich teuer. So wird das nichts. Bezauberung. Dieser geringe Zauber weckt die Aufmerksamkeit des Betrachters und lenkt. Oh, wie hübsch. Okay. Auch schön. Rezeptur für den doppelt gebackenen Mabari-Keks. Oh. Benötigt verbesserte Kräuterkunde haben wir noch nicht. Ja, vielleicht schaffen wir ja noch ein Level ab. Was haben wir denn hier? Eine Streitaxt, ein Hammer, ein Langbogen. Stab des Verzauberers. Mit Resistenten, mit Schaden, aber plus 5%. Das ist jetzt nicht so. Rüstung. Aber oh, so teuer. Schwere Kettenrüstung, 4 Gold. Wow. Na gut, der hatte ja noch andere. Da seid ihr ja wieder. Andere Ausrüstung. Das war ja jetzt die besondere. Mal gucken, was er an normaler Sagt hat. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Alles. Das ist ja fast dasselbe. Schwachen Wundumschlag, Verletzungsausrüstung, Rezepte, Lebensstein, Verderbniswirkstoff, Destillationswirkstoff. Fallenauslöser, Lyriumstaub, Metallsplitter. Das sieht aus wie Handwerksmaterialien hier. Fläschchen sind auf jeden Fall Handwerksmaterialien. Zusammen mit den Elfenwurzeln kann man da Wundumschläge herstellen. Hier haben wir Waffen. Nietenbesetzter Helm. Was habe ich denn da auf? Ich habe die Schülerkapuze für 5 mentale Widerstandskraft. Okay. Ich glaube Rüstung. Oh, und Rucksack. Rucksack. Dieser Rucksack verteilt Gewicht gleichmäßig. Dadurch werden Abenteurer selbst dann beim Kämpfen nicht behindert, wenn sie große Mengen Ausrüstung mit sich herumtragen. Jeder erworbene Rucksack erhöht das Limit des Inventars automatisch um 10. Das sieht nützlich aus. Sehr nützlich sogar. Wir brauchen aber ein bisschen Kohle. Ich denke, wir können die Feuerpfeile verkaufen. Oh, die
Die haben gut was gebracht. Ja, okay, dann haben wir jetzt einen Rucksack. Yay, Rucksack. Wir haben noch 51 Gold. Ich nehme noch mal ein paar Fläschchen mit. Damit wir uns Wundumschläge basteln können. Fläschchen kostet... Schwacher Wundumschlag. Ein Silber 14. Ein Fläschchen kostet... Ein Silber 14. Warum willst du mich verarschen? Da kann ich ja gleich die Wundumschläge kaufen. Das ist ja sinnlos. Naja gut, da kaufen wir gleich mal hier... Wir von. Okay. Na gut, dann gucken wir uns mal um. Händler, du hast soeben zum ersten Mal ein Geschäft betreten. Das ist ja ein interessantes Geschäft hier. Hier kannst du Gegenstände kaufen und verkaufen. Überall in der Welt gibt es verschiedene Geschäfte. Ist dein Handel noch nicht geschlossen, kannst du verschiedene Einkäufe oder Verkäufe ohne Geldverlust über die Rückkauffunktion rückgängig machen. Nach Abschluss des Handels allerdings gehören Gegenstände dem Ladenbesitzer und sind nur noch zum vollen Preis käuflich. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber okay. Na gut, wir haben jetzt immerhin einen Rucksack. Der ist auf jeden Fall wichtig. Bei dem anderen Zeug weiß ich noch nicht. Wir haben nur so wenig Geld, deswegen will ich es eigentlich noch nie auf den Putz hauen. Vielleicht hätte ich die Pfeile nicht verkaufen sollen. Die waren doch so viel wert. Naja. Wir gucken uns hier mal um. Ihr müsst sie überzeugen. Wir müssen fliehen. Die dunkle Brut kommt. Ja, deswegen bin ich ja hier. Warum sagt ihr das? Die grauen Wächter sind hier, versteht ihr? Ich habe gehört, wir hätten sie in die Flucht geschlagen. Ihr seid eindeutig verrückt. Die grauen Wächter sind hier. Die grauen Wächter werden sterben. Der König wird sterben. Wir alle sterben. Es tut mir leid, Wächter, aber sein Zustand ist unverändert, seit er in der Wildnis gefunden wurde. Hat er wohl ein bisschen was mitgemacht, was? Das stimmt nicht mit ihm. Könnte er wichtige Informationen haben? Er stellt auch keine Gefahr dar, oder? Mal sehen, ob er wichtige Informationen hat. Hallo? Wichtige Informationen jetzt? Der Kommandant, der ihn hergebracht hat, war nicht der Meinung. Okay, schade. Ihr spürt es auch, oder? Sie verderben das Land. Sie machen es schwarz und krank. Ihr könnt es in euch fühlen. Ich fühle gar nichts. Sie werden aus diesem Wald kommen und sich ausbreiten. Sie werden über uns herfallen wie Raupen, die einen Baum befallen. Wir haben genug von euch gehört. Beruhigt euch, guter Mann. Sie sind überall. Ich habe sie gesehen. Ja, daran zweifle ich jetzt nicht mehr. Okay, die Arme. Verzeiht, falls der Soldat euch gestört haben sollte. Sein Zustand ist unverändert, seit wir ihn in der Wildnis gefunden haben. Es ist wirklich traurig. Ja, schade. Ein verwundener Soldat. Was haben wir hier? Mist. Ah, ich nehme an, ihr seid einer der neuen grauen Wächter. Wollt ihr den Segen des Erbauers empfangen? Das will ich, hab Dank. Ihr verteilt euren Segen auch an Elfen, nicht wahr? Ja, scheinbar. Ich gebe den Segen des Erbauers nur weiter. Er blickt gnädig auf die herab, die bereit sind, ihn zu empfangen. Nun gut, ich möchte seinen Segen empfangen. Zerstört er die Heimat derer, die es nicht sind? Nein, ich bin nicht interessiert. Ich diskutiere nicht mit euch über Politik. Nehmt euren Hass und verschwindet. Da warst du wohl nie so glücklich. Naja, gut. Hallo. Jory, haben wir ja schon gehört. Seid gegrüßt. Ihr müsst der dritte Rekrut sein, von dem wir gehört haben. Genau, der bin ich. Richtig, wer seid ihr? Das weiß ich eigentlich schon. Sir Jory ist mein Name. Ich stamme aus Radcliffe, wo ich als Ritter unter dem Kommando von Arl Eamon gedient habe. Mir war nicht bewusst, dass sich Elfen den grauen Wächtern anschließen können. Alle, die im Tal ihr Lager aufgeschlagen haben, sind Menschen. Ah. Ja, da haben wir wieder diese Vorurteile, ne? Ich möchte leider nicht darüber, lieber nicht darüber sprechen. Oh, da stößt es mir gerade auf. Moment. Was wollt ihr damit sagen? Ja, das möchte ich mal wissen. Nur, dass es Gegenden gibt, in denen Elfen nicht zum Militär zugelassen werden. Ich hoffe, wir haben beide das Glück, bei den grauen Wächtern aufgenommen zu werden. Ist es nicht aufregend, so eine Chance zu bekommen? Ja, ich denke. Ich bin neugierig auf das Beitrittsritual.
Macht es euch nicht nervös, gegen die dunkle Brut kämpfen zu müssen. Ich wäre nicht hier, wenn ich eine Wahl gehabt hätte. Ja, ich freue mich darauf. Ihr seid nicht der Allerhellste. Ja, naja, gut. Ich bin neugierig auf das Beitrittsritual. Das auf jeden Fall. Ich ebenfalls. Hat euch jemand etwas darüber verraten? Nee, nicht wirklich. Nur, dass es gefährlich ist. Offensichtlich ist das alles ein großes Geheimnis. David meinte, wir müssen vielleicht in die Wildnis gehen. Ich habe noch nie von einem solchen Ritual gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass nach unserer Rekrutierung noch weitere Tests anstehen würden. Da ihr endlich hier seid, sollte ich wohl besser zu Duncan zurückkehren. Wir sehen uns dann dort. Ja, okay. Dann ciao. Oh, ein Gefangener. Hi. Hey, es kommt also doch noch jemand, um mit dem einsamen Gefangenen zu reden. Ich nehme nicht an, dass ihr gekommen seid, um ein Urteil zu sprechen. Nein, ich denke nicht. Und wenn doch... Nein, bin ich nicht. Ihr wurdet nicht verurteilt? Nein. Leute wie mich sperrt man in einen Käfig. Bis irgendjemand, der wichtig genug ist, Zeit findet, über unser Schicksal zu entscheiden. Ich darf vermutlich nicht darauf hoffen, dass in euch ein bisschen Freundlichkeit steckt, oder? Ich bitte nur um Essen und Wasser. Ich habe nichts bekommen, seit ich eingesperrt wurde, und ich bin am Verhungern. Hm, warum bist du überhaupt da? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Warum sollte ich euch helfen wollen? Erzählt mir zuerst, warum ihr hier drin seid, ja. Ich bin ein Deserteur. Zumindest denken sie das. Allerdings bezweifle ich, dass ich sie vom Gegenteil überzeugen kann. Das Militär ist bei sowas ziemlich eigen. Seid ihr desertiert? Ich bin nicht desertiert. Aber was würdet ihr denken, wenn ihr jemanden dabei ertappt, wie er mitten in der Nacht durchs Lager schleicht? Wen kümmert das? Ich will doch nur etwas essen und Wasser. Hm, da hat er bestimmt irgendwas geklaut, denke ich mal. Oder warum will er nachts durchs Lager schleichen? Vielleicht wollte er zu seiner Liebe. Naja, gut. Mal gucken. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Wenn ihr unschuldig seid, kümmert es mich. Sollte ich mich da einmischen? Eigentlich schon, oder? Wenn ihr nicht desertiert seid, warum seid ihr dann im Lager herumgeschlichen? Oh, ich wäre vermutlich irgendwann desertiert. Nur eben nicht in diesem Moment. Ich wollte mich nicht aus dem Lager schleichen, sondern etwas stehlen. Ich habe einen der Magier betrunken gemacht und seinen Schlüssel gestohlen. Er gehört zu einer Truhe, die sie hier haben, voller magischer Schätze. Ich habe ihn übrigens noch. Ich kann mit dem Schlüssel nichts anfangen, solange ich hier drin bin. Aber ich würde ihn gegen etwas Wasser und Essen eintauschen. Ja, das klingt vernünftig. Das würde ich gerne machen. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Hat man den Schlüssel nicht bei euch gefunden, als ihr verhaftet wurdet? Na, dann kann man sich schon denken, wo er ihn versteckt hat. Ich habe ihn verschluckt. Aber er ist später wieder in meinen Besitz sozusagen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich nehme ihn mir einfach erschlagen und den Schlüssel nehmen. Nee, wir gucken mal, ob wir irgendwie was zu essen für ihn kriegen. Er ist ja bloß ein Deserteur. Fragt einfach meine Wache nach seiner Ration. Er hat noch etwas übrig. Ich habe gesehen, wie er es in seinen Mantel gesteckt hat. Okay. Na, kriegen wir das hin? Habt ihr ein Glück? Ihr grauen Wächter dürft den König begleiten, während ich mich hier mit der Bewachung dieses Deserteurs rumärgern muss. Sie hätten ihn einfach hängen und ein Exempel statuieren sollen, indem sie seinen Kopf auf einen Speer stecken. Ja, dann müsste man auf jeden Fall niemanden hinstellen, der ihn bewacht, ne? Warum wollte er desertieren? Wer genau ist dieser Gefangene? Er sieht aus, als würdet ihr nur eure Zeit verschwenden, indem ihr den ganzen Tag bewacht. Ja, so sieht's aus. Ich kann ihn ja schlecht einfach laufen lassen, oder? Ach, das Militär wird entscheiden, was mit ihm geschieht. Wahrscheinlich warten sie einfach darauf, dass irgendjemand Wichtiges eine Entscheidung trifft. Dann wird er vermutlich gehängt und ich kann mich um andere Dinge kümmern. Na gut. Ich sollte auch eigentlich fragen. Ich habe mich mit ihm unterhalten, ja. Ich nehme an, es war keine besonders aufschlussreiche Unterhaltung. Er hat um Essen und Wasser gebeten. Hat er das? Da mir niemand Verpflegung für ihn gebracht hat, wäre die einzige Möglichkeit, ihm meine zu geben. Ja. Überreden. Dann würdet ihr eine Mahlzeit verpassen. Dieser Mann könnte schon bald gehängt werden. Ja, ja, schon gut. Ich schätze, der arme Kerl könnte eine Mahlzeit vertragen, bevor er gehängt wird. Aber ich verstehe nicht, warum euch das interessiert.
aber ich will nichts damit zu tun haben. Wenn irgendjemand fragt, warum er rülpst, sage ich, dass ihr dafür verantwortlich seid. Rülpsen, ja, das ist ja... Puh, ja, schlimm, ne? Überzeuger. Ich habe schon eine Vermutung, was das bedeutet. Überzeuger, 5 schwierige Überzeugungsversuche erfolgreich abgeschlossen. Echt, das waren schwierige? Na gut. Sag mir immer hier, wir haben was für ihn. Also, ihr bringt mir etwas zu essen, oder? Ich sterbe vor Hunger. Ja, wir haben Glück. Ihr habt ja etwas, dem Gefangenen das Essen geben. Ich danke euch. Andraste möge euch mit ihrem Segen überschütten. Und, wie gesagt, hier ist der Schlüssel. Ich hoffe, ihr seid wohlauf, wenn ihr ihn verwendet. Ja, das hoffe ich auch. Aber jetzt haben wir einen Schlüssel. Das ist höchstwahrscheinlich nicht die Truhe. Ne, die soll ja bei den Magiern stehen. Da kommen wir im Moment noch nicht hin, aber vielleicht bietet sich da ja noch eine Gelegenheit. Da scheint es nicht weiterzugehen. Okay, dann sind wir hier, denke ich, erstmal auch durch. Da ist die Truhe. Aber da steht gerade jemand. Ich speichere mal kurz. Mal gucken, was passiert. Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Nix. Okay, gut. Dann haben wir da bestimmt später nochmal irgendwie Chancen für. Willkommen, junger Mann. Moin. Ihr seid ein besänftigter Magier, nicht wahr? Ja. Und ihr seid ein Magier des Zirkels. Die Besänftigten, die dort dienen, müssten euch vertraut sein. Ich schaffe und überwache die Verzauberungen der Waffen und Rüstungen der königlichen Truppen hier in Ostagar. Es ist ein zeitaufwendiger Prozess, aber von unschätzbarem Wert. Der Zirkel verdankt seinen Reichtum den Verzauberungen. Durch Nächstenliebe allein würden wir nicht überleben. Ja, das ist klar. Ich sollte gehen. Was genau ist eine Verzauberung? Sie bezeichnet den Prozess, magisches Lyrium in Gegenstände zu übertragen. Die Zwerge waren die Ersten, die diese Technik angewandt haben. Die Besänftigten haben ihre Runen gelernt und wir verwenden sie, um eine Vielzahl magischer Effekte zu übertragen. Wir erschaffen glühende Lichter, ebenso wie Zauberstäbe und Flammenschwerter. Die Ironie daran ist vielleicht, dass die Trennung von unseren früheren Talenten uns erlaubt, auf diese Weise mit Lyrium zu arbeiten. Ein wahrer Magier wäre dazu nicht fähig. Na gut, hat halt jeder so seine Vorzüge. Was für Verzauberungsarten gibt es? Es gibt Runen, die Macht der Elemente enthalten und andere, die Stärke und Schnelligkeit verbessern. Mit genügend Können und Lyrium kann jedem Zauber Beständigkeit verliehen werden. Je größer die erforderliche Macht ist, desto teurer ist natürlich auch die Herstellung der Runen. Wahre Macht hat ihren Preis, wie wir alle nur zu gut wissen. Ja. Ich sollte gehen. Na, dann machst du es wohl. Auf Wiedersehen. Ja, ciao. Kannst du dich mal kurz umdrehen? Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Wohl nicht. Na gut, dann warten wir mal ab. Vielleicht haben wir noch Chancen, da irgendwann was zu machen. Oder es bietet sich uns irgendwas an. Mal sehen. Wir reden hier mal weiter mit den Leuten. Kriegsrat. Ist ja die Hölle los hier. Ach, überall diese verschlossenen Kisten.